Liebe Richterin, liebe Richter, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plattengerichts. Es begrüßt euch mal wieder hier der Plattenanwalt Simon. Ja, ich hatte die Ehre, durfte jetzt diese Monat im, was haben wir jetzt, Februar 2024, den lieben Erwin von Across the Borderline besuchen und wir haben ein schönes Video aufgenommen. Es gab nur ein Problem mit dem Ton. Und zwar irgendwie lief mein Mikro nicht, sodass Erwin unzufrieden war mit der Qualität des Videos. Und ich habe gesagt, ja gut, komm, dann mache ich das natürlich mit deiner Zustimmung auf meinem Kanal. Und zwar wie folgt. Es ließ sich nicht mit Ton bearbeiten, dass bei mir der Ton höher gesetzt wird als beim Erwin und so, weil es halt ein Dialog war. Und Untertitel selber reinfriemeln, das schaffe ich nicht, da habe ich eine. Also, gleich kommt das Video und ich möchte euch bitten, wenn ihr denn verstehen wollt, was ich da zwischendurch sage, schaltet doch bei YouTube die automatische Untertitelfunktion ein. Die funktioniert bei diesem Video ganz gut und gibt recht zutreffend den Inhalt des Gesprächs dann im Untertitel wieder. Oder wenn euch mein Gelaber nicht interessiert, sondern nur das vom lieben Erwin, dann lasst die Untertitel einfach weg. Aber sonst, damit kommt man ganz gut über die Runden. Ansonsten, ja, wir können das Video halt nicht wiederholen, weil es von Spontanität lebt. Und wir können dasselbe Thema nochmal wieder machen, ganz bestimmt. Aber eben nicht genau so. Ne? Und deswegen, vielleicht gefällt es euch. Deswegen, ich wollte das nicht einfach so im Archiv liegen lassen. Und so kommt das jetzt heute mal hier auf meinem Kanal sozusagen zur Ausstrahlung. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Plattenanwalt, und ich soll euch bestimmt auch liebe Grüße vom Erwin bestellen. Und haut rein, bis bald, danke. Ja, hallo zusammen, Tag auch. Heute ist der Simon zu Gast bei mir, zu Besuch. Plattengericht, ne? Man kennt sich ja, wir haben ja vor 3 Monaten, war das glaube ich, schon mal ein Video zusammen gemacht. Und zwar war das eine deutsche Version von diesem Whack-a-Mole von Messi. Und ich habe danach dann mehrere Namensvorschläge bekommen, wie man das auf Deutsch nennen könnte. Und der Vorschlag, der lautete C5 Sachwatt, den fand ich eigentlich am besten, weil das ja hier auch dann so ruhrgebietstypisch ist. Und als wir das Video beim Simon gemacht haben, haben wir uns schon überlegt oder vorgenommen, es muss ein Rückspiel geben. Und das machen wir jetzt heute, sind wir also jetzt bei mir. Ja, willst du noch was sagen? Ja, lieber Erwin, vielen Dank für die Einladung. Ne? Kommt ja mal hier vorbei. Und ich weiß nicht, hatte noch jemand den Namen von, irgendwie für eine Handvoll Platten, ist mir noch eingefallen. Ja. Oder war das schon da vorgeschlagen? Ich weiß gar nicht mehr, egal. Ja, gab sehr mehrere. Ja, komm, nenn das Kind, wie du willst. Ja. Lass uns loslegen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Bei dir war es ja so, du hattest ja freundlicherweise deine Heavy-Metal-Platten woanders stehen. Bei mir ist es so, die 3 Fächer da unten ist Jazz, ganz rechts. Da blende ich gleich noch mal ein Bild ein, stehen so ein paar Favorites, die eine relativ große Teilsammlung bei mir haben. Also Kuder, Dylan, Grateful Dead und so. Der Rest hier hinter uns ist komplett alphabetisch sortiert. Also fängt hier mit A an, geht dann hier runter und hört da oben mit Z auf. Also insofern, good chance, ne? Alles klar. Dann zieh mal. Ich muss mal orientieren dabei, ne? Fang ich mal an. Die ich ziehe, wirst du was zu sagen müssen. So war das, ne? Nee. Die du ziehst, sind deine. Ja, ja. Also. Fünf, ne? Ja. Springsteen Boxen zählen nicht, ne? Nee, die siehst du ja auch. Das wäre ja unfair. Jo. Habe ich aber nicht mit dem Rücken zu dem. Ja, Ball gut, geguckt. Das ist ja egal. Du hast ja nicht. Ein bisschen variieren. Ja, und du hast ja auch nicht lange dahin geguckt, insofern geht das. Jetzt setzen wir uns mal direkt hin. Ups. Stapeln die mal auf hier. Hui, jod.
Ja, also es ehrt mich übrigens sehr, hier mal an deinem Platz neben deiner Seite sitzen oh, ja. zu dürfen. Hier in heiligen Räumen, Kathedralen des Erwin. Ja, was haben wir denn hier? Komm mal von der Ecke. Ist egal. Komm, ja. Fangen wir so. Ja, Frank Zappa, Hot Rats, Klassiker des Jazz Fusion, kann man vielleicht sagen. Jazz Rock Fusion, oder? Viel, bestimmt eine der Platten von Zappa mit der höchsten Auflage, könnte ich mir vorstellen. Ja, kann ich viel mit anfangen. Zappa bin ich schon durch meinen Vater musikalisch rangezogen worden. Hab von ihm ein Kallax-Fach voll Zappa-Platten echt? Übernommen. Ui. Ja, auch Bootlegs, alles Mögliche dabei. Und die Hot Rats hat, glaube ich, damals bei ihm viele Partys überstehen müssen, denn die sieht aus. Ich habe sie mir dann mal irgendwann nochmal in einer besseren Version nochmal nachgekauft, weil die kam aber kaum noch zu hören. Also muss auch eine Partyplatte sein. Für ihn jedenfalls. Ja, kommt auf die Party an. Ja, ne? Kommt also, die Party an. Captain Beef hat es dabei. Yeah. Woody the Pimp ist ein tolles Stück. Also ist eines meiner Lieblingsalben von Zappa. Und Zappa, wie gesagt, kann ich viel mit anfangen. Auch wenn ich sonst mit Gitarren gekniedel, ja so ein bisschen fremde, aber auch seine Gitarre-Sachen und so, gefallen mir gut. Das sind ja Boxen auch teilweise auf LP, dreifach Boxen oder You Can't Do That On Stage Anymore, Volume 1 bis unendlich. Du kennst dich mit Zappa besser aus als ich. Ah, also ich habe nicht so viel von ihm. Das ist eine Seltenheit. Ja gut, Zappa, das war mir früher einfach zu wild. Da war ich noch nicht so weit und... Jetzt bin ich dabei, mir so rückwärts die eine oder andere Sache zu kaufen. Die Overnight Sensation finde ich auch gut, Apostrophe, die war ja von 74, finde ich gut. Ja. Die finde ich klasse und natürlich Roxy and Elsewhere, dieses berühmte Live-Album, was ja auch aus der Zeit so ist. Ja, und später die Live in New York ist auch toll. Ja, die habe ich auf CD, glaube ich. Die Overnight Sensation war jetzt auch gerade in einer Jubiläumsausgabe. Ne? Ja, da gab es so eine... Ja, genau. Und... Ich finde auch die Broadway The Hard Way toll. Kenne ich nicht. Bisschen, also 80er, sowieso seine Produktionstechnik finde ich, das hatte ich noch bei der Joe's Garage, kennst du die? Ja, ja. Die klingt ja schon voll nach 80er, habe ich mich gewundert, die ist glaube ich noch von 78 sogar. Ja, die war doch so, und Shaikh Yabuti und so, das war doch so eine Trilogie oder drei Platten hintereinander, die dann auch kommerziell sehr erfolgreich waren. Ja, Shaikh Yabuti ist auch noch 78. Auch noch so Ende. Klingt ja schon. Ja, ja. Und da ist dann auch schon Bobby Brown drauf. Bobby Brown, genau. Baby Snakes. Ja, toll. Ja, sehr schön. Album. Also, ist auch so eins, gehört in jede Sammlung. Wenn der du alte nicht Spruch. In deiner Sammlung hast, dann ist die Sammlung nichts wert. Ja, ist die Scheiße. Stimmt. Mal so sagen. Also, ja. Aber ist auch schwierig, wo willst du bei Zappa einsteigen? Ja, da kann man gut einsteigen, auf jeden Fall. Stills Young Band. Das nehme ich mal raus, dann blende das wahrscheinlich. So. Ja, die steht jetzt da, weil der Stephen Stills als erster genannt ist. Bei Neil Young wäre sie ja da gewesen, dann hättest du sie gar nicht gefunden. Die, gar nicht gefunden. Die steht auch bei mir in der Sammlung. Ich habe allerdings einfach, wo alles Mögliche ist. Still, also außer Young Solo-Sachen und On Horse und so, alles was Stephen Stills und Crosby und so. Nash angeht, steht alles da zusammen. Das macht Sinn. Und die ne? steht wahrscheinlich bei mir, aber dann doch bei Neil Young, was dann ja auch wieder gut. Man kann es nicht überall mit recht machen. Kann ich aber jetzt vom Inhalt gar nicht so viel zu sagen. Man ist erschienen. 76 ist erschienen. Da kannst du jetzt wahrscheinlich den Erwin-Move also, machen. Leg mal los. Also die waren ja schon zusammen bei Buffalo Springfield und bei Crosby, Stills, Nash & Young. Das heißt, die haben ja eine langjährige Beziehung und haben dann, als das mit Crosby, Stills, Nash & Young irgendwie so ziemlich vorbei war, sich überlegt, wir können eigentlich mal wieder was zusammen machen. Und das war dann die Stills Young Band, Long May You Run. Das Album, ich finde die eigentlich besser, als sie so in der Kritik dann nachher gemacht worden ist, sind ein paar sehr schöne Stücke drauf. Guardian Angel zum Beispiel, Long May You Run, der Titelsong auch. Die Platte hat insofern einen ganz interessanten Hintergrund, weil das ist die einzige geblieben, die gemacht haben. Und zeigt eigentlich so die Sprunghaftigkeit und Unzuverlässigkeit auch von Neil Young. Die wollten nämlich eine Tour hier zusammen machen.
Da war schon alles gebucht. Und ich glaube, am Abend vorher hat der Neil dem Stephen Stills ein Telegramm oder so was geschickt. Da war der letzte Satz irgendwas mit Eat a Peach. Also von wegen, die Tour muss leider ausfallen, aber nimm's nicht tragisch, Eat a Peach. Ja, und dann musste Stephen Stills mit den Begleitmusikern alleine auf Tour gehen und die Konzerte alleine spielen. Und der gute Neil war wahrscheinlich auf seiner Farm und hat sich ein lustiges Leben gemacht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, ihr seid gerade der Zeuge geworden des, ich weiß nicht, des Erbenprinzips. Nein, aber... Des Erbenprinzips. Informativ, unterhaltsam. Ich denke, das wird nochmal ein geflügeltes Wort. Vielleicht geht das sogar irgendwann in den Duden rein, das Erwin-Prinzip oder der Erwin-Move oder das Erwin-Machen. Das Unterhaltsame kam ja von Neil Young. Ne? Ich meine, da als letzten Satz dann hinzuschreiben, Eat a Peach, ist natürlich schon ziemlich cool. Aber ne? Deine Art zu referieren ist toll. Ja, gut. Komm her, Pokes. Ah, die Pokes. The Pokes, muss man sagen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, da muss ich jetzt so sagen, war nie so richtig meins. Ich habe das immer verfolgt so ein bisschen und kann man auch ja in den 90ern kaum dran vorbei. Wurde viel gespielt in Indie-Discos und so weiter. Ist völlig in Ordnung und ist auch sicherlich alles respektabel. Und ja, leider jetzt verstorben, der Sänger, das habe ich ja auch mal mitbekommen. Aber kann ich wenig zu sagen, außer dass ich weiß, ihren... Ne? Ja, ihren... Und irgendwo aus dem Punk und aus dem Folk... gemischt. Ja, genau. Das ist das, ne? Aber ich habe jetzt kein Studio von denen zu Hause. Aber klar, absolut respektable Band. Ja, ja und auf dem Album ist ja einer der schönsten Weihnachtssongs überhaupt. Mit New York, warte, wie heißt der jetzt noch? Komme ich jetzt im Moment? Wie heißt das Stück denn? War das denn auf dem? Vielleicht Fiesta? Fairy Tale of New York, mein Gott. Nein, Fairy Tale of New York, ein wunderbares Stück von Shane McGowan. Und hier singt er das ja im Duett mit Kirsty MacColl. Das war ja die Tochter von Ewan MacColl, dem schottischen Folksänger und Songschreiber, der dieses Stück The First Time Ever I Saw Your Face geschrieben hat, weil ich das ja letztens in der Roberta Fleck-Besprechung auch erwähnt habe. Und das war, wie gesagt, die Tochter, die auch sehr schöne Soloplatten gemacht hat, ist dann, glaube ich, tragisch irgendwo beim Badeunfall ums Leben gekommen. Aber hier ihr Gesang zusammen mit Shane McGowan macht das Stück wirklich zu was Besonderem, finde ich. Und von den ganzen Pokes-Platten, ich habe also nur diese Sodomy und wie heißt die noch? Und die gefällt mir eigentlich doch sehr, sehr gut. Sehr schöne Songs drauf, nicht nur Fairy Tale in New York. Eins fällt mir noch ein, der Sänger hat auch mit Nick Cave noch was zusammen. Ja, der hat mit vielen gesungen. Was war das noch? Brother McConaughey. Auch nicht der Weeping Song, ja auch nicht. Ist das auf der Murder Ballad irgendwie? Auf der Murder Ballad ist ja. Das, ja, meine ich auf jeden Fall. Aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, Funkadelic, Mensch, das ist was Flottes bei dir steht. Guck mal an. Ist ja ein Klassiker-Band, würde ich mal sagen, im Bereich des Funk-Rock. Rock ich auch? Ja, Funk, ja. Ja gut, das ist ja Funk. George Clinton, Parlament, Funkadelic, das ist ja so diese Schiene. Ne? Genau. Ist George Clinton mit dabei? Ich bin mit Funkadelic nicht so viel. Mhm. Das war doch seins, ne? Ja, ja. Genau, der fiel mir als erstes auch früher durch die Red Hot Chili Peppers, die den als großen Einfluss haben und auch, glaube ich, mit ihm was gemacht haben oder auch produziert, gecovert haben, weiß ich nicht mehr so genau. Von daher kam der als erstes über die Schiene in mein Universum mal und wusste immer, dass das auch eine Referenz ist, seine Funkadelic-Band. Hat bei mir aber nicht stehen, muss ich jetzt ehrlich sagen, obwohl das ein Klassiker ist. Ja. Und das Cover ist ja auch nochmal adaptiert worden von einem Jazzmusiker, wie heißt der noch? Wo der auch so aus dem Wasser guckt irgendwie. Ihr wisst das wahrscheinlich. Fällt jetzt auch nicht ein, ne? Nee. Also ein paar Jahre altes Album, habe ich noch mal mit meinem Kumpel stehen sehen. Ist, ich, die Jazzplatte dann. Achso, ja, okay. Spielt der denn nicht? Der spielt ein Blasinstrument. Ja. Egal. Ja, kannst du da was zu sagen? Ich kann jetzt ja gut, da ist ja dieser super Gitarrist dabei. Wie heißt der nochmal? Lee Hazel, glaube ich. Heißt doch Lee Hazel, ne?
Oder verwechsel ich das jetzt mit Lee Hazelwood? Nee, Eddie Hazel, genau. Eddie Hazel ist ja, ja, also der spielt ja hier ein Gitarrensolo direkt, was ja ziemlich ikonisch ist und eigentlich so auch so ungewöhnlich, wie man das wirklich selten gehört hat. Und direkt das erste Stück ist ja gar nicht so funkig. Das fängt ja eigentlich eher so ziemlich ruhig an und steigert sich dann und entwickelt sich dann und dann diese Gitarre da drin. Ja, also ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, Funk. Ich meine, diese ganze Schiene mit George Clinton und Parliament und Funkadelic müsste man eigentlich vertiefen mal. Ich bin eher so ein Fan von so Gruppen wie den Meters. Das ist eher so meins, musikalisch. Kommen die her? Das ist dann Großstädter, New York, ja, doch, ich glaube, die kommen irgendwie, ja, oder Detroit oder irgendwo aus so einer Großstadt. Wo die genau herkommen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber nicht gerade aus dem Süden. Sie nee, aus dem Süden. Der sieht noch so ein bisschen schon so New York-mäßig aus. Ja, New York könnte gut sein, ja. Ja. Ne? So. Ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Klassiker, Maggot Brain. Mhm. Ja. Ja. Ja, Eric Anderson. Avalanche. Avalanche heißt auch eigentlich ein Stück von Cohen, ne? Auch, oder? Ja, das gibt's auch. Ist aber jetzt hier nicht, hat hier mit nichts zu tun. Also sagt mir jetzt mal gar nichts, aber vielleicht kann ich ja mal kurz schauen, dass ich irgendwas schätzen kann. Aber sag mir jetzt. Ja. Mir Eric Anderson ist ein Folksänger, der aus der Greenwich Village-Szene kommt. Mhm. Hat sehr viele Platten auf Vanguard Records gemacht, die ja durchaus bekannt waren. Der war zum Beispiel auch mal befreundet mit Patti Smith und turnte auch so in diesem Umfeld mit Dylan und so weiter rum. War bei diesem Festival Express dabei, bei diesem Zug, der da durch die USA gefahren ist mit Janis Joplin und Grateful Dead und allen. Und dies war praktisch das erste oder zweite Album, was er für Warner Brothers gemacht hat, nach seiner Columbia-Zeit. Und das ist hier noch eine Pressung auf dem alten grünen Warner Brothers Label, was ja angeblich die bestklingenden mit überhaupt sind. Schwärmt der Messi zum Beispiel ja immer mit von. Orange dann, das ist glaube ich wichtig, oder? Ja, ja, mit Orange, mit Orange. Und der W ist glaube ich blau. Ja. Ist also wirklich, sieht mir nach einer OG aus, leider als Cutout hier, aber egal. Die Platte ist nicht ganz so gut wie die Vanguard-Platten, die er gemacht hat, weil er hier zu viel wollte, also zu viel Stile. Da ist mal so eine halbe swingende Jazz-Nummer drin, da sind Folk-Stücke drin, da ist immer eine sehr aufwendige Instrumentierung und so die richtig zündenden Melodien fehlen hier. Ist also alles so ein bisschen gezwungen teilweise. Also mit Sicherheit nicht seine beste Platte, aber eine seltene. Und ich habe also eigentlich alles von Eric Anderson. Und insofern bin ich froh, dass ich die damals irgendwo gebraucht noch gekriegt habe. Avalanche, Eric Anderson. Von wann ist die? Ende 60er, würde ich sagen. So um den Dreh. Wann hast du das letzte Mal gehört? Ende 60er. Nee, Quatsch. Ja, ich habe die mir gekauft. Das war so Ende der 70er wahrscheinlich, als ich den so richtig gut fand. Da habe ich sie dann ein, zwei Mal gehört und wahrscheinlich war das auch das letzte Mal, ja. Vielleicht kann man die mal wieder entdecken. Ja, wobei da weiß ich, dass die mir heute wahrscheinlich auch noch nicht so gut gefallen wird. Da würde ich von Eric Anderson lieber mir eine andere Platte anhören. Aber ich meine, so manchmal ja, über Jahrzehnte ja, ja, natürlich. Musikverständnis vielleicht ja geändert und vielleicht ist sie heute auch anders. Ich habe Eric Anderson, habe ich im letzten Jahr noch gehört. Hm. Irgendeine Platte. Das weiß ich, weil es gibt eine, die ich wunderbar finde. Blue River heißt die. Die finde ich auch immer noch toll. Aber die würde ich jetzt freiwillig eigentlich nicht ziehen. Ja, weil ich einfach weiß, da gibt es Platten von ihm, die 10-mal besser sind. Ja, schön. Wollen wir direkt? Ja, ach, jetzt muss ich auch noch ziehen. Ne? Ja. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Dann ziehe ich jetzt mal. Schon mal weiter. Eins. Zwei.
3. Ups, 4. Fünf. Hui. So, aufpassen, dass ich nicht hinfalle. So, jetzt können wir mal gucken, wie gut ich aufgepasst habe bei deinem Video. Ja, das ist natürlich jetzt ein Zufall. Warte mal, ich sortiere dir mal der Reihenfolge nach, wie ich sie gezogen habe. Willst du? Ja, vielleicht. Erstmal, wenn dir was einfällt, ja. Guck mal hier, das ist doch schon direkt ein Eyecatcher. Swirl-Label. Swirl. Swirl, swirl. Ja, legst du da so viel Wert drauf? Ich eigentlich nicht so. Es, aber macht sich schön auf dem Plattenteller. Also ja, macht sich nicht. Schön auf jeden Fall. Aber, ja, gut. Ja, genau, so sieht es dann aus. Ne? Nee, also Ian Matthews sagt mir was vom Namen her, kann ich jetzt aber nicht so richtig zuordnen. Wahrscheinlich geht ein Raunen durch deine Zuhörerschaft. Hm. Aber den kann man doch bestimmt auch in anderen Bands zuordnen, ne? Oder ja, klar. Ja, ja. Nämlich? Ja, der war Gründungsmitglied von der Fairport Convention. Ah ja, der britischen. Der britischen, und die wurden ihm dann aber zu britisch. Er war eher so in der amerikanischen Folkmusik geistig zu Hause. Das heißt, er hat Fairport dann während der Aufnahmen zu dem Unhalfbreaking-Album verlassen. Hat dann die Band Matthews Southern Comfort gegründet. Die hatten 1970, war das glaube ich, in England Nummer 1 Hit mit ihrer Version des Stückes Woodstock von Joni Mitchell, was ja zeitgleich von Crosby, Stills, Nash and Young auch ein Nummer 1 Hit in Amerika war, glaube ich, oder kurze Zeit später. Dann hat er noch eine Band gehabt, ich weiß nicht, ob das hier vor oder danach war, Plain Song, auch sehr schön. Und dies hier, Tigers Will Survive, war sein zweites Soloalbum, wie gesagt auf Vertigo, eine sehr schöne Folkplatte in diesem eher amerikanischen Folkstil. Klasse Besetzung hier, Andy Roberts, der aus Plainsong kam, und am Akkordeon unter dem Pseudonym Wolf J. Flywheel, Richard Thompson, sein alter Kollege aus Fairport Convention Zeiten und eine der ganz wenigen Platten, die ich kenne, wo Richard Thompson Akkordeon spielt. Ja, sehr schönes Folk-Album. Und eigentlich so die beste Phase, finde ich, von Ian Matthews. Du kennst deine Platten innen auswendig. Nee, nicht da alle. Nee. Kannst du vielleicht in zwei Sätzen kurz abgrenzen, britischer und amerikanischer Folk? Folk-Rock. Ja, also der britische Folkrock, das war, die haben also im Wesentlichen so traditionelle englische Volkslieder genommen, teilweise aus dem 13. Jahrhundert, und haben das überführt in Arrangements mit elektrischen, also Rockmusikinstrumenten. Mhm. Und dann gibt es so Stücke wie Tam Lin und A Sailor's Life, das sind also uralte britische Lieder. Traditionals, die dann auch so diese typische britische Volkslied-Melodie haben. Und die haben das dann eben mit E-Gitarre, Schlagzeug, E-Bass und elektrisch verstärkter Geige gespielt. Mhm. Während der amerikanische Folk ja eher so aus anderen Richtungen kommt und ganz anders eigentlich so von der Melodik auch ist. Instrumentalisierung aber ähnlich. Ja gut, ich meine, der amerikanische Folkrock nachher, klar, irgendwann haben alle E-Gitarren sich umgeschnallt und ein Schlagzeug und ein E-Bass dazugenommen. Geige war im amerikanischen, in der Folkrockmusik, glaube ich, am Anfang eher weniger. Mhm. Aber man hat ja in den USA schon den Einfluss aller Siedler aus Europa. Ja, 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 natürlich. Ja, Ihren, ja, ja. Aber mit Polka auch. Und klar, so. Da gab es wahrscheinlich auch welche, die alte englische Balladen und so was gesungen haben. Nur musikalisch, geschichtlich gesehen her, ist dieser britische Folkrock eben der, der dann wirklich in England auch gemacht wurde. Mhm. Genau. Ja, jetzt habe ich aber eine schöne Platte gezogen. Ja, Electric Fact, der hat doch deinen, den du mal besucht hast, der hat die so gefeiert. Mal gucken, ja? Wie gut du aufgepasst hast. War das nicht der mit der Jukebox?
Oder ja, ob wir da über Electric Flag, ich habe die auch schon mal gehabt. Die hast du auch schon mal gehabt. Ich habe die schon mal in der Hand gehabt im Laden, aber noch nicht dann damals zugegriffen. Das war auch bevor ich mal dein Video gesehen habe. Deswegen, also ich glaube, das ist jetzt auch vom Cover her, will ich ja mal eher sagen, muss das jetzt ein Garagenrock mit Blues sein oder so. Ja, es ist eher so psychedelisch. Blues, Rock, Soul, Psychedelic. Mhm. Ja. Also sieht super interessant aus und werde ich mir bestimmt auch nochmal zu Gemüte führen. Bin ich nicht zu gekommen. Aber klar, das Cover verheißt schon mal viel. Ja, die ist, wann ist die? 66, 67, die Platte? 68 steht hier drauf. Ja, 68 kann genau sein. Das war ja eine Band von Mike Bloomfield und Buddy Miles, dem Schlagzeuger. Und das war eigentlich die erste Band, die so eine Art Musik gespielt hat mit Bläsern. In dem Stil, mit einer Bläsergruppe. Die haben da auf dem Monterey Pop Festival stehende Ovationen gekriegt. Und die waren eigentlich so das Role Model oder die Blaupause für spätere Bands wie Blood, Sweat and Tears und Chicago, die dann auch so einen ähnlichen Stil gespielt haben und auch eben diese Bläser dabei hatten. Und von der Musik her, ja, habe ich ja schon gesagt, ist das eine Mischung aus Blues und Rock und Soul, ein bisschen Jazz teilweise dabei, mega spannend. Ist dann leider nur relativ kurzlebig gewesen, weil der Mike Bloomfield ja auch so ein unsteter Geist war, der die Band dann aufgelöst hat. Die haben dann, glaube ich, ohne ihn auch noch eine Platte gemacht, aber das war dann bei weitem nicht mehr so gut. Aber wie gesagt, eine tolle Band und das Album, ein Klassiker einfach. Mhm. Sieht gut aus. Kari Bremnes. Kann ich nichts zu sagen. Okay. Ja, Kari Bremnes ist eine Sängerin, die kommt von den Lofoten, also Norwegen. Und ist also auch vor allen Dingen in den letzten Jahren so in audiophilen Zirkeln bekannt geworden, weil die Platten von ihr alle ganz toll klingen. Die Norweger haben ja sowieso ganz hervorragende Studios und auch Tontechniker. Sie hat, also das ist eine Platte, wo sie ausschließlich auf Norwegisch singt. Sie hat mal ein Album gemacht, wo sie ein paar ihrer bekanntesten Stücke dann auf Englisch gesungen hat, auch sehr schön. Sie hat eine wunderbare Stimme und die Stücke, die sie singt, sind so eine Mischung aus Pop. Natürlich ist da auch immer so ein bisschen norwegische Folklore drin, also sehr interessant instrumentiert auch mit Percussion, mit Keyboards, mit Gitarre, mit Bass. Und wie gesagt, das ist dieser Gesang von ihr, der selbst wenn die norwegisch singt, sich einfach unheimlich schön anhört. Musst du dir mal anhören. Mhm. Also eine ganz tolle Frau auch. Die ist auch regelmäßig in Deutschland auf Tour. Also ist schon sehr, sehr schön. Und ich hatte erst gedacht, ja, auf Norwegisch und so, das hört sich sehr strange an. Aber im Zusammenhang mit der Musik entwickelt das so einen ganz eigenen Reiz auch. Und es gibt ja, glaube ich, 15, 16, 17 Platten von ihr. Also wirklich sehr empfehlenswert. Kari Bremnes. Mhm. Die ist, glaube ich, von wann ist die? Hast du mal geguckt? Nee, ich habe noch einmal das Gatefold. Von 2006. Ich glaube, die letzte ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber wirklich tolle Sängerin und mal was komplett anderes. Mhm. Ja, also sonst aus dem Metal-Bereich, was ich nicht viel rumtreibe, ist Norwegen schon recht wichtig. Ja, natürlich, ja. Auch tolle Studios sicherlich, aber vorsichtig dann vielleicht ein bisschen anders produziert, auch mit Sängerinnen ja sehr oft. Mhm. Und hat häufig seine Atmosphäre, bisschen düsterer, mystisch, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist. Ja, nee, eigentlich eher fröhlicher. Mhm. Also sehr, sehr positiv kommt da drüber. Ja, es gibt aber auch Tage, wo 24 Stunden nichts ist und da musst du dir wahrscheinlich schöne Gedanken machen. Und wenn du dann noch eine depressive Musik machst, dann drehst du wahrscheinlich komplett durch. Ja. Gene Clark. Here Tonight, The White Light Demos. Also Gene Clark Birds war da doch auch dabei. Ne? Mhm.
bin ich auch durch dich drauf gestoßen, so richtig, muss ich sagen, durch deine früheren Videos. Du hast ihn ja relativ früh dabei gehabt schon, auch seine Solo-Sachen. White Light war doch sein erstes Solo-Album, meine ich, und dann kam die No Other. Mhm. Beides ganz unterschiedliche Alben schon, fand ich, und die No Other gefällt mir super. Die White Light habe ich auch in so einer High-Fidelity-Version irgendwie. Ja, wahrscheinlich und, auch die, die ich auch habe von diesem Label, die sich so auf Wiederveröffentlichungen auch spezialisiert haben. So einem harten Karton. Ja, genau. Und toll, ein toller Künstler, auch dieses Duettalbum, was du mal... Ja, mit Carla Olson. Ne? Das Cover ist ja der Hammer. Sieht aus, als würden die gerade eine ganz schreckliche Nachricht kriegen, wie die dann die Kamera gucken. Toll, toller Künstler. Und ich hatte kürzlich auch nochmal im Einkaufswagen bei einer Online-Bestellung irgendwie seine späteren Solo-Alben. Hab dann auch noch ein bisschen gezögert, da wollte ich mich doch nochmal erstmal reinhören, bevor ich da wirklich noch weiter einsteige. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen kannst. Aber wenn das hier sind Demos sind, dann ist das also eine Auswahl zu der White Light-Zeit. Ja, dieses hier. Ist das eine offizielle oder ist das eine Universal, ja? Ja, das ist auf Omnivore, das ist ja dieses Label, die viel solche Demo-Sachen dann auch noch im Nachhinein als eigenständige Platten veröffentlichen. Und das ist hier halt auch so, das meiste ist also Solo. Sogar die White Light war ja sowieso auch sehr spartanisch instrumentiert. Mhm. Und hier sind also viele Stücke dann nochmal so in diesen ersten Versionen, die er selber so wahrscheinlich mitgebracht hat ins Studio. Und aus denen dann die Versionen für die endgültige Platte entstanden sind. Und ich finde es aber immer ganz spannend, mal zu hören, wie so ein Song entstanden ist am Anfang, wie der sich anhörte und was die dann draus gemacht haben. Ja. Das ist schon was für den Fan eher. Ja, aber ja, kann ja, man natürlich. Sich auch gut anhören von der Qualität ja, her. Gut. Ist die gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, gut, ist natürlich jetzt keine audiophile Aufnahme. Aber ich bin ja ein totaler Gene Clark-Fan und da muss man sowas dann natürlich auch haben. Ja, die Hype-Sticker. Na ja. Ja. Wo gehören die hin, ne? Also ich klebe mir die oft hier rein, an die Seite, da so. Ach, klebst du die da rein? Ja, ja, da stören sie nicht, fliegen auch nicht rum. Ja, wir hatten... Man kann sie noch lesen, aber ich würde sie jetzt nie da drauf pappen. Nein. Ich mache das manchmal auch so, aber man kann das Plastik so schlecht schneiden. Ja. Dann schneide ich die aus und dann schiebe ich die einfach mit in diese Außenhülle rein. Dann hat man sie auch dabei und die stören dann nicht und vor allen Dingen verkleben die nichts. Ne? Ganz wichtig. Vor allem bei diesen Packungen, die hier oben noch so eine Klebe-Nase haben. Ja, die. Ja, Gene Clark, also super. Auch nochmal danke dafür, dass ich da überhaupt drauf nochmal gestoßen bin durch deine Videos. Toll. Und die No Other. Und von den späteren dann, kannst du da noch eine von herausheben? Ja gut, die No Other war schon der Höhepunkt. Dann kam eine Firebird, die finde ich nicht ganz so gut. Die mit Carla Olson ist sehr gut, da gibt es auch eine Live-Platte. Silhouetted in Light. Ich weiß nicht, ob es die auf Vinyl gab. Die finde ich auch schön, also mit einer Band dann noch dabei. Mhm. Dann ist er ja auch kurze Zeit später verstorben. Also mein richtig schlecht ist keine Platte von ihm. Auch die ganz frühe mit diese, wie heißt das, Gene Clark in the Gostin Brothers, das war so noch vor Birds Zeiten, ist auch sehr schön. Ist natürlich anders, ist purer alles und folkiger in dem Sinne noch. Aber bei Gene Clark kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen. Das ist guter. Ja. The Birds oder The Birds? The Birds. Cat Power Jukebox, ja. Ich glaube, die hattest du schon mal. Ja, die hatte ich schon mal. Und da habe ich nicht aufgepasst. Vielleicht, weil ich da gerade Kaffee kochen. Aber irgendwie, es kommt mir bekannt vor. Sag mal bitte was, hilf mir. Ich kann ja, sagen. Cat Power ist eine Sängerin, die, finde ich, jedes Stück so zu ihrem eigenen macht, die also sehr frei auch mit Melodien umgeht. Hast du von der nicht mal so ein Live-Album so abgehört? Ja, dieses, wo sie die Dylan, berühmte, jetzt bin ich im Film. Okay. Das berühmte Manchester- bzw. Royal Albert Hall-Konzert gesungen hat. Ja. Und sie hat, glaube ich, insgesamt 4 Platten mit Coverversionen gemacht. Auch Stücke von Nick Cave und so weiter. Also ein ganz breites Spektrum. Und einige Versionen erkennt man nicht wieder. Hier das erste Stück zum Beispiel. New York, das ist ja das Frank Sinatra-Stück.
Das habe ich zwischendurch nur an irgendeiner Textzeile erkannt. Und hier spielt sie mit einer von der Instrumentierung her mit einer relativ konventionellen Band zusammen. Das war auf ihren Platten auch mal anders, wo es dann ein bisschen Keyboard-lastiger wurde. Hier ist das eher so ein Rock-Sound, aber ein sehr gemäßigter, passender, was mir sehr gut gefällt. Also von ihren Cover-Alben finde ich das wirklich mit Abstand die beste. Jukebox, die ist von 2008. Ja, New York hatten wir schon. Silver Stallion von Lee Clayton, das Stück. Ich glaube, hier ist auch sogar ein Song von Dan Penn drauf. Woman Get Lonely, ne? Left Lonely, Woman Left Lonely ist von Dan Penn. Ja, tolle Platte. Cat Power. Unbedingt mal reinhören. Ja, bin ich noch nicht so zugekommen, denn das ist ja tatsächlich eine Informationsflut, die manchmal auf mich hier zukommt, wenn ich deine Videos durchhöre. Und da brauche ich immer ein bisschen Zeit, das aufzuarbeiten. Und die hattest du, glaube ich, mit ihrem Live-Album als eine deiner liebsten Veröffentlichungen letzten Jahres oder das so Live-Album dabei gehabt. Das Live-Album, ne? Ja, ja. Ja, ja, das habe ich noch gemerkt. Und das, meine Liste aus deinen Videos, die ist noch so lang. Und da oh Gott. Höre ich mich natürlich in Ruhe. Ja, gut. Ich höre mich da in Ruhe durch und nicht so eben klack, klack. Nein, nein, und, da war aber doch bestimmt auch schon mal eine komplette Niete dabei, ne? Eine komplette Niete. Also, was dir jetzt nicht gefällt, sagen wir es mal so. Ja, aber dann höre ich auch dann nicht mehr weiter. Also, dann, deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht so speziell sagen, weil dann, wenn ich dann sage, okay, das gefällt mir gut, das höre ich mir jetzt dann auf Platte dann richtig an und so, die haben alle bisher gezündet. Okay. Oh. Aber klar, gibt manchmal, ich bin nicht mit Jazz zum Beispiel nicht so doll, deswegen da ja, höre ich manchmal ein bisschen rein, nee, okay, dann nicht. Und deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, dass es eine Miete ist, weil ich dann auch einfach nicht so meins. Ne? Und, ja. Wobei Jazz ist bei mir ja eigentlich auch nur ein Randgebiet, ne, drei Fächer, was ist das schon im Vergleich von, zu vielen anderen, ja, von 30 ja, oder was, also 10%, wenn es ja hochkommt, ja. Ja. Okay. Ja, schön. Ja, danke, Mensch, danke für Simon. Danke die Einladung. Ja, danke, aber Kaffee war lecker hier. Ja, das, ja, ja, Kaffee machen können sie gut hier im Haus. Nein, aber ich denke mal, 10 Platten, das reicht jetzt auch. Auf jeden Fall. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja. War ja jetzt ein Heimspiel, aber gut. Ja, genau. Vielleicht treffen wir uns nächstes Mal auf dem neutralen Boden. Ja, da müssen wir nur einen finden, der die Platten dahin karrt. Ja, so sieht's aus. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Danke, ciao.